Hallo, seid gegrüßt. Ganz ungewohntes Bild heute. Heute mit Jenny an meiner Seite. Wir sind nämlich mal zum Mediamarkt hier gefahren. Da schwenke ich gleich nochmal ganz kurz drauf. Und Jenny wollte sich einen Film kaufen. Und zwar? Mama! Genau, Mama. Und ich wollte auch mal stöbern. Mal gucken, ob ich noch was finde. Bin ein bisschen kniepig im Moment. Vielleicht finde ich was und dann zeigen wir euch das gleich. Jetzt war ich hier also mit meiner Süßen kurz mal bei Mediamarkt und auch noch mal bei Real. Aber ich denke mal, wir fangen beim Mediamarkt an. Für mich war nämlich nichts beim Mediamarkt dabei, aber Jenny hat was gefunden und hat sich dann bei Real später geärgert. Aber das erzählen wir gleich noch. Das stimmt, ja. Ich dachte, wir erwähnen es besser nicht, aber ja. Aber diesmal bin ich fündig geworden und zwar habe ich Filme gekauft, tatsächlich. Ich habe nicht ein Buch da gekauft, sondern tatsächlich Filme. Und zwar habe ich ja gerade schon gesagt, ich will Mama kaufen gehen. Und ich bin auch Mama kaufen gegangen. Und zwar, da ist es. Auf Blu-ray. Genau. Ja. Aber ich habe mich wirklich geärgert hinterher, denn wir waren jetzt gerade beim Mediamarkt und da hat es, wie ihr seht, 16,99 gekostet. Und jetzt waren wir dann danach leider erst bei Real und da hat die Blu-ray 12,99 gekostet. Das ist echt ärgerlich. Wobei, ne, die Blu-ray hat 14,99 gekostet, bei einem anderen mal krasser. Stimmt. Die Blu-ray nämlich bei Real, ich habe mal gesagt, vielleicht auch mal bei Real, aber Real war dann 2 Euro billiger. Aber stimmt, was mich am meisten geärgert hat, war das hier. Ich habe mir noch Sadako geholt und absoluter Geheimtipp, richtig cooler Film. Habe ich eigentlich schon vorher gesehen. Sollte eigentlich hier auch in die Kinos kommen. In Deutschland hat es aber leider doch nicht geschafft. Ist jetzt direkt auf DVD und Blu-ray erschienen. Worum geht's? Wie, worum geht's? Jeder kennt doch Sadako aus The Ring. Es geht ja um Sadako aus The Ring. Das ist einfach nur im Prinzip, also eigentlich heißt es ja Sadako 3D. Das ist eine 3D-Verfilmung von The Ring quasi. Nur eben nochmal neu aufgesetzt. Die Story ist nochmal verändert worden. Wäre ich nie drauf gekommen. Also auf jeden Fall von The Ring ist das. Also das, damit ist die Sadako von The Ring gemeint. Und gehört auch zur The Ring-Reihe auf jeden Fall. Nur eben halt in 3D adaptiert eigentlich quasi. Aber nochmal neu aufgesetzt mit neuer Story und so. Ja, aber hier habe ich mich richtig geärgert, weil ich habe es hier nur auf DVD. Und zwar für 12,99. Auf Blu-ray hat es bei Mediamarkt 19,99 gekostet. Das fand ich richtig viel. Deswegen habe ich nur die DVD gekauft. Und kaum gehe ich nach Real, sehe ich die Blu-ray auf Rede ruhig weiter. Sehe ich die Blu-ray für 12,99. Bei mir bimmelt gerade das Handy. Du störst meine Moderation. Ja. Ja. Es hat jemand einen Kommentar auf YouTube geschrieben, wird mir gerade gemeldet. So, und ruhig. Ja, jedenfalls habe ich mich da die Info dazu. Vom Preis her echt geärgert, ja. Ja, war schon krass, also Blu-ray 19,99 beim Mediamarkt und direkt nebenan bei Real nur 12 Euro. Also ich habe bei Mediamarkt gar nichts gefunden, dann bei Real eigentlich auch nicht, aber ich habe mir mitgenommen Looper mit Bruce Willis. Fand ich richtig klasse, den Film, Science-Fiction-Film. Viele von euch werden ihn ja schon kennen. In welchen, ja, Leute aus der Zukunft werden in die Vergangenheit geschickt, um die auszulöschen. Und bei Looper ist es dann so, dass sich der, ja, derjenige, der die Gangster killt, dann plötzlich seinem eigenen Ich gegenübersteht und quasi sich aus der Zukunft töten muss. Also richtig klasse Film, hat mir extrem gut gefallen, richtig gute Bilder auch. Doch ich war sehr beeindruckt von, ich glaub, ich hab den auch von gesehen. Looper. Ist den auch gesehen? Ja. Und Wendecover? Sadako sieht aus, als wäre eine Sadako DVD, kein Wendecover. Kein Wendecover. Hätte ich bei der Blu-ray wahrscheinlich gehabt. Ich schaue jetzt auch mal. Normal mache ich das immer schön auf meinem Tisch. Den habe ich jetzt gerade nicht parat. Wird natürlich demnächst wieder auf dem Tisch ausgepackt. War jetzt einfach mal so ein Zwischendurch-Unboxing. Packe es so aus. Ganz spannend. Und ihr seht das vielleicht schon. Ich schwitze. Es ist furchtbar warm wieder. Looper, Looper, Looper. Also ganz normale Standard. Übrigens, der wird sich bestimmt auch gut in der schwarzen Blu-ray-Hülle machen. Ich habe auch schon wieder neue Blu-ray-Hüllen bestellt, schon vor einiger Zeit. Das dauert nur noch ein bisschen, bis ich die bekomme, denn
Bei Anoli gibt es nun auch Doppelhüllen, also schwarze Doppelhüllen, die kommen aber jetzt erst. Und so lange wird meine Bestellung noch zurückgehalten. Also ich kriege dann auch direkt die schwarzen Doppelhüllen und stelle ich euch dann demnächst mal vor, sobald die eintrudeln. Ja, Looper aber, ich hoffe man kann es erkennen, mit Wendecover. Sehr gut. Also ich denke, der Film wird sich auch in einer schwarzen Hülle ganz gut machen. Ja, Mama hätte ich auch gerne in einer schwarzen Hülle gehabt, weil mit dem Cover und so wird das echt gut passen. Vielleicht bringe ich ihr ja eine mit. Mal schauen. Ja. Ja. Ja, das waren unsere Einkäufe. Also Mama hat ein Wendecover. Aber wie gesagt, in der schwarzen Hülle fände ich es noch schöner. Ich mag das Cover echt gerne, von daher ganz gut ohne Logo. Ich werde mir den Film jedenfalls auch noch zulegen, aber ich warte ja immer ein bisschen, bis die mit den Preisen runtergehen. Ich muss den sofort haben. Ich schlage immer meistens so bei 10 Euro, 8 Euro zu. Ja, ich habe gerade noch geguckt auf mein Handy, wer uns denn da einen Kommentar geschrieben hat. Unterfreilaufende Spinner, hat jetzt auch gerade nichts mit dem zu tun. Ja, liebe Grüße an Fensterklatsch, du hast gerade hier durchgebimmelt. War live dabei. Und hast meine Moderation unterbrochen. Ja. Okay, ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder, ne? Ja. Also unsere drei Filmchen. Jenny hat natürlich doppelt zugeschlagen. Ich war wieder sparsam. Und von daher, macht's gut, bis die Tage und ciao. Tschüss.